Hi Ladies and Gentlemen und recht herzlich willkommen zu meinem Coronavirus-Update. Und zwar, ich habe euch ja versprochen, ich halte euch auf dem Laufenden, worum es ums Thema Coronavirus geht und wie ist die Situation an den Finanzmärkten gerade. Um das Thema geht es heute. Und da will ich ein kurzes Update machen. Ich will das Video nicht zu lange machen, nur dass ihr nicht so verunsichert seid, was kann ich machen, wie kann ich das machen oder wie soll ich jetzt vorgehen. Und zwar, ihr habt ja wahrscheinlich mittlerweile mitbekommen, der DAX, also der Dow Jones, ist quasi im Nosedive ganz krass nach unten gefallen. Wir haben ganz massive Börsenverluste und ja, und am Freitag haben wir dementsprechend eine Gegenbewegung gesehen, sprich, wir haben die erste grüne Kerze gesehen im Tageschart. Und viele Leute sagen jetzt, oh, es hat aufgehört, die Märkte fangen sich wieder. Das glaube ich nicht. Es hat einen ganz einfachen Hintergrund, warum es da zu Long-Bewegungen kam am Freitag. Das erkläre ich euch aber gleich genauer. Erstmal ganz kurz zum Corona-Thema. Oder fangen wir erstmal mit dem Chart an. Und zwar, wir sehen jetzt oberhalb von mir wieder hier rechts oben oder hier rechts oben, je nachdem, wo am meisten Platz ist im Video. Damit es mein Gesicht nicht verdeckt, sehen wir jetzt den Tageschart vom DAX. Ich nehme jetzt mal den DAX als Beispiel und wir sehen im Kreisel quasi diese grüne Kerze, die zu einer Gegenbewegung geführt hat, zu einer Longbewegung geführt hat am Freitag. Und ich erkläre euch auch gleich, was dieser Longbewegung geschuldet ist. Und ich blende euch jetzt auch noch mal ganz kurz hier oben den Stundenchart ein. Ihr seht es schon mal on Detail. Das kommt schon fast einen bulligen Weg gleich. Der Markt fängt sich da quasi. Und man könnte meinen, auch das Schlimmste ist ausgestanden in der Börse. Die Börsen fangen sich wieder. Aber da möchte ich auf jeden Fall zur Vorsicht raten. Weil ich erkläre euch erstmal, wozu es kommt. Und zwar eine ganz einfache Geschichte. Wir haben ja ganz starke Shortrutschen gehabt, quasi Nosedives. Und da gibt es viele Unternehmen, die natürlich auch Leerverkäufe, Short-Selling betrieben haben. Ungedeckte Leerverkäufe sind ja mittlerweile verboten. Aber zum Thema Leerverkäufe und gedeckte Leerverkäufe, wenn ihr das wissen möchtet, was das ist, schreibt mir erstmal unten in die Kommentare, dann mache ich ein Video dazu. Und zwar, wir sehen, dass es aber zum Long Move kam. Und zwar waren sehr, sehr viele Leute, haben wieder aus den Positionen rausgegangen, haben ihre Position glattgestellt. Und dadurch kam es natürlich dann, ihre Long-Position glattgestellt. Und wenn du eine Long-Position glattstellst, musst du natürlich verkaufen. Und dementsprechend kommt es zu einer Short-Bewegung. Parallel dazu haben sehr, sehr viele Leute auch Leerverkäufe, Short-Bewegung gemacht. Auch ich habe in der Short-Bewegung am Donnerstag im DAX Gewinn gemacht, sehr viel Gewinn gemacht. Das geht bei so einer krassen Bewegung nach unten sehr, sehr schnell. Dafür muss man aber wissen, was man tut. Und das empfehle ich jetzt im Bereich des Investings auf gar keinen Fall. Ganz, ganz wichtig. Aber gut, es kam zu vielen Short-Bewegungen aufgrund Glattstellen von diversen Aktienpositionen und aufgrund von Short-Selling quasi Leerverkäufen, und das hat zu einer ganz klassischen krassen Nosedive geführt, wie wir auch im Chart gesehen haben. Und jetzt ist der Meinung, okay, Freitag hat sich alles ein bisschen gefangen. Das ist einer Tatsache geschuldet, weil viele Leute, weil gerade herrscht sehr, sehr viel Unsicherheit mit dem Thema Corona, und dementsprechend stellen natürlich die Leute vor dem Wochenende ihre Short-Positionen glatt. Und das heißt, wenn man eine Short-Position, also eine Verkaufsposition, das heißt, wenn man Short-Position hat, wenn man die dementsprechend glatt stellt, dann kommt das natürlich wiederum genauso einem Long gleich, also einer Kaufsposition. Genauso, als würde man seine Long-Position, seine Kaufposition glatt stellen. Dafür muss man die Aktien verkaufen, um die Position glatt zu stellen. Das hat zu der Short-Rutsche geführt. Im Umkehrschluss, diese Gegenbewegung, die wir am Freitag bekommen haben, die war zu erwarten, die habe ich auch erwartet. Deswegen habe ich meine Short-Bewegung nur Donnerstag gemacht und Donnerstag auch glattgestellt, meine Position. Das heißt nur, das heißt, die Leute, die Short gehandelt haben, bei dem Volumen, was in den Märkten drin waren, haben sehr, sehr viele Leute Short gehandelt, haben ihre Position vorm Wochenende glattgestellt, weil man nicht weiß, was passiert am Wochenende. Kommen eventuell gute News, die den ganzen Markt wieder nach oben pushen, oder was passiert am Wochenende? Und was wird jetzt passieren? Kommen jetzt am Wochenende oder sind jetzt am Wochenende gute News gekommen, dann können wir mit einer Erholung des Marktes rechnen, dann lohnt es sich auch wieder zu kaufen. Diese guten News sind momentan nicht da. Und zwar sind verschiedene Szenarien eingetreten. A, Spanien hat den Notstand ausgerufen, Ausgehverbote etc. etc. Marokko, ich befinde mich gegenseitig in Marokko
und hat auch die Grenzen dicht gemacht. Keiner reist, keiner raus. Über See- und Flugverkehr. Das heißt, Deutschland macht jetzt die Grenzen zu, habe ich vor kurzem gelesen. Das heißt, die ganzen Maßnahmen und News, die jetzt gerade kommen, sind nicht gerade sehr romantisch. Nicht gerade sehr, oh, wir können jetzt wieder kaufen. Aber die Leute wollen halt auf Nummer sicher gehen, haben ihre Positionen glattgestellt. Und deswegen haben wir da eine kurze Long-Position am Freitag gesehen. Deswegen kam es zu einer Gegenbewegung aufgrund des Glattstellens dieser Short-Swing, der Leerverkäufe. Und deswegen, das darf man erstmal nicht mehr überbewerten. Lasst euch da nicht in den Markt hineinlocken. Ganz, ganz wichtig. Sind bestimmt ein paar Stunden hineingelockt worden in den Markt. Und da bitte ich euch, seid bitte vorsichtig. Seid bitte wirklich vorsichtig, weil wenn weitere negative News kommen, ballert die ganze Geschichte weiter nach unten. Wir haben heute eine News bekommen, dass in den USA, in Ohio, möglicherweise 100.000, nur in Ohio 100.000 Coronavirus-Infizierte sind. Ob die Zahl jetzt stimmt oder nicht, weiß man nicht, aber deswegen möglicherweise. Das hat natürlich zu weiterer Nervosität geführt. Das wird dem Nasdaq auch erstmal ziemlich schaden am Montag. Das könnt ihr dementsprechend weiterverfolgen. Schaut euch mal den Nasdaq an und auch vor allem die Nasdaq-Werte. Auch Apple hat sich erstmal gefangen am Freitag oder andere US-Aktien. Das ist einfach dieser Thematik geschuldet, die ich gerade gesagt habe. So, von daher, solange diese Corona-Geschichte nicht ausgestanden ist, solange keine gute News kommt, solange kein Gegenmittel da ist, solange kein, was auch immer da rauskommt, eine Impfung rauskommt, oder was auch immer da rauskommt, sobald da keine guten News ist, versucht keine Käufer an den Aktienmärkten. Seid bitte vorsichtig, ihr werdet euer Geld verbrennen. Und ums Thema Investing, wir sind ja auf dem Investing-Kanal, bitte keine Leerverkäufe, da müsst ihr wirklich ganz genau wissen, was ihr tut. Und ja, das wollte ich nur ganz kurz schildern, das ist mein Update dazu. Ich halte euch weiter auf dem Laufenden zum Thema Börse und Coronavirus. In dem Sinne, ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video weiterhelfen. Wenn ich irgendetwas vergessen habe, tut mir einen Gefallen, postet mir es unten in die Kommentare, ich werde es umgehend beantworten. Und zum Thema Kommentare, ich habe davon einen Follow von mir, auch eine coole Frage per Messenger bekommen. Dazu werde ich ein Video machen. Ich werde den Namen natürlich nicht veröffentlichen, aber das ist ein sehr, sehr spannendes Thema, was ich für euch auch noch machen werde. Also in diesem Sinne, bleibt dran, seid vorsichtig und lasst euch nicht hinreißen. Nur wenn wir kurz zu Long bewegen, kommt direkt wieder zu kaufen, weil ihr meint, die Kurse sind gerade wieder sehr, sehr günstig, weil das muss ich erstmal eine Zeit lang fangen. Da müssen erstmal gute News rauskommen. Und gerade sieht alles andere besser aus als diese Geschichte. Das heißt, wir haben weiter Nervosität. In Spanien sind mittlerweile über 6.000 Infizierte, in Deutschland über 5.000 Infizierte, etc., etc., etc. Dementsprechend bitte vorsichtig sein. Ich möchte nicht auf das Thema Coronavirus allgemein eingehen, nur auf das Thema Börse und Coronavirus. Was passiert da? Und ich halte euch da weiter auf dem Laufenden. Dementsprechend, wenn euch das Video geholfen hat, wenn euch das Video gefallen hat, bitte einen Daumen hoch, weil Support ist kein Mord, damit tut ihr mir einen großen Gefallen. Das kostet keinen Euro und damit könnt ihr mir einen großen Gefallen tun. Ansonsten, wenn euch das Video hilft, teilt das Video bitte unbedingt. Und ja, und einen Kommentar bin ich auch sehr dankbar drüber. Also in diesem Sinne, ich wünsche euch was. Peace out. Ciao, ciao. Euer Sascha.